Hey ihr Superfüchse, willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Es geht weiter am Fuchsbau hier, nachdem wir letztes Mal den Eisenhaken ausgiebig getestet haben. Das ist echt ein cooles Werkzeug. Ja, und wir haben die Strohhutbande befreit. Die Mongolen werden für euer Leid bezahlen. Ah. Also schon mal ein Problem weniger. Davon ist ein Bär. Hallo? Oh oh. Das sind eh böse, dann ist okay. Dann ist das ja okay. Aber danke, dass ihr mir ein bisschen Arbeit abgenommen habt. Ja, und danke, dass ihr einschaltet, Leute, und mir Arbeit abnehmt, indem ihr mich erfreut mit Likes und Kommentaren, wie immer, auf das Video. Das ist sehr nett von euch. Sehr, sehr nett. Und deswegen streicheln wir jetzt auch den Fuchs, weil das nett ist. Oh. So ein lieber Fuchs. Und wir haben hier noch ein anderes Fragezeichen gehabt. Das hier, das werde ich mir auch noch ansehen. Anziehen. Oh, guck mal, habt ihr gesehen? Masako ist jetzt ganz im Nordosten der Insel. Also des unteren Teils der Insel. Kage. Werde ich mir erstmal die Nebenmission noch reinziehen hier. Schnell, Kage. Mach keine Kage. Oh, guck mal da. Jetzt haben wir alle ausgelöscht mit drei Bomben. Oh, das Pferd. Das ist aber schade mit den Pferden. Es ist halt Krieg, ne? Kollateralschäden. Wir schaffen das schon. Und außerdem ist es nicht echt. So. Oh, wie viele Blumen hier wachsen. Was ist denn da oben? Warte mal, ist doch wieder die Fest. Ja, das ist wieder die Festung. Ich wollte gerade sagen. Also die Kletterpunkte, wo ich schon mal war. Tja, ist aber blöd, ne? Wie er gedacht hat, so, jetzt habe ich gerade den Bärenangriff überlebt. Okay, okay, ich gebe zu, ich fand erst dieses Zeitverlangsamen mal wieder so ein bisschen überflüssig, aber ich finde den Skill mittlerweile richtig gut, weil man kann sich dabei auch noch super schnell bewegen, lädt viel schneller nach. Und die Feinde sind dadurch auch langsamer, das ist sehr, sehr gut alles. In der Kombination kann man damit super schnell Gegner erledigen. Oh, da unten wieder so ein Überlebendenlager. Sieht so aus. Okay. Ja, ist wieder eins. Nein, nein, nein. Aua. Nicht so schlau. Mal wieder. Ist euch also aufgefallen? So gut habe ich mich seit Ankunft der Mongolen nicht gefühlt. Hat er gerade gesagt, ihr riecht viel besser? Okay. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. So ein Kompliment ist auch sehr nett. Oh ja, mehr Rauchbomben. Eine Samurai würdig. Danke. Fein, fein. Ich freue mich schon auf... Stell dir mal vor, ihr wart gerade duschen, jemand sagt zu euch so, oh, du riechst ja viel besser. Darf ich euch helfen? Vorher hast du gestunken wie ein Schwein. So, dann, ja, gehen wir auch zum Masako. Zweimal Seide gibt es dafür. Ich glaube, ich reite von hier aus, an der Küste entlang. Ich könnte auch von hier aus reiten. Machen wir es von hier aus, komm. Wir machen jetzt so einen kleinen Ausritt. Wir, ihr und ich. Und schauen mal, ob wir noch ein paar Leuchttürme finden auf dem Weg. Sind ja nur 2,3 Kilometer. Der Frieden einer Mutter. Oh nein, es ist wieder tot, ne?
Es sah wieder aus wie tot, wenn ich da runterspringe. Hurra! Ich hab mal verdrückt. Na? So, wie gesagt, schauen wir mal, was wir in der Küste jetzt finden, so. Bambus. Ja, noch mehr Schiffe natürlich von den Mongolen. Das ist ja klar. Herrlich. Herrlich hier. Oh, was ist das denn? Ich mag es an der Küste entlang zu reiten. Das ist immer so. Ich bin auch generell. Ich mag Meer sehr gerne. Oh. Schweinchen. Okay. Komisch, auf dem Pferd sind die immer sehr, sehr zurückhaltend. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, wollen sie mich immer angreifen, die Viecher. Euer Glück. Sich auch nicht wegbewegen, ist okay. Oh, da vorne, was ist das denn? Hier drüben. Oh Mann. Blöde Penner. Bald seid ihr frei. Boah, hier liegen ganz schön viele Schiffe vom Land. Wo nahmen sie euch gefangen? Im Haus meiner Familie an der Küste von Kashine. Die Mongolen haben eine Werft daraus gemacht. Sicher reparieren sie ihre Schiffe. Zur Vorbereitung auf die nächste Eroberung. Bleibt von dort fern, bis ich sie erledigt habe. Ist das hier direkt? Ah, ja, das ist wieder ein großer Stützpunkt. Cool. Ja, dann hole ich mir den noch. Der Werft. Oh, Böller. Okay. Die haben Böller dabei gehabt. Da will ich mal schauen. Oh, da kämpften schon welche. Das sind bestimmt wieder Banditen, die machen jetzt das Ganze vorplatt. Was? Den Lagergeneral? Die Banner zurückholen und hallo. Und die Falken loslassen. Hallo. Oh!
Jetzt reicht's mir. Was wollt ihr überhaupt, ihr ganzen Lusche? Das sind nicht mal die starken Mongolen, das sind noch die schwachen. Die Schwachen, die man einfach so verhauen kann hier. Okay, ich glaube, das waren sie wirklich jetzt alle. Aber der General soll ja auch noch da sein, hieß es, oder? Aha. Ich sehe aber keinen General. Oh, das sind die Falken schon, ja. Ich müsste auch langsam genug Eisen haben. Oh, töte einen Gegner mit einem Himmelsschlag. Huch. Danke, General, und die Banner zurückholen. Ja, das könnte ich ja mit dem General dann machen, den Himmelsschlag. Oder ihn hier. Hat das nicht gezählt? Ha. Scheint jetzt irgendwie nicht gezählt zu haben. Vor allem, wie der halt einfach mal komplett unbeeindruckt da weiter Bogen schießt. Die ganzen Leute sind tot, seine ganzen Kameraden, und er registriert das gar nicht. Auch schön. Ah. Siehst du mal, die sind jetzt auf einmal überall, oder wie, diese Haken, hä? Da haben wir eins. Da sind noch welche. Sehr schön, wieder Upgrades für die Ausrüstung. Das war echt ein Kopfschuss, aber da hat noch jemand. Die haben das gar nicht mitgekriegt hier. Da ist noch einer. Komm ich da? Wow. Huge geschwollen. Ein Banner fehlt noch. Und der General. Also hat der Schlag doch gewertet. Ja.
Ah, da ist das Banner ja schon. Legium Harsinta. Chiyu Harsa. Ein Dojo! Asha Yamcho, Iwasa Chuta! Aventur, Biatch mit Tu, Otani. Nummer Legium Haro, Ten Harakta Kulquen. Ten Twink. Oh, ein Artefakt der Mongolen. Alles klar. Hängendes Gefäß. Traditionelle mongolische Küche basiert mehr auf Viehzucht. Warte mal, nee, das hatten wir doch schon. Hä? Nochmal. Warte. Artefakte der Mongolen. Hängendes Gefäß. Doch, hatten wir. Basiert mehr auf Viehzucht als auf Landwirtschaft. Airak, fermentierte Stutenmilch, ist ein Getränk. Das hatte ich doch letztes Mal schon, das Airak, oder? Das mit der Stutenmilch. Ja. Okay, dann egal. Warte mal, was? Die Mondkampfhaltung, helles Köpfchen. Stirb. Mondkampfhaltung, die war gegen Barbaren, ne? Habe ich schon gesehen. Gegen Barbaren. Ja, was sind Barbaren? Das sind ja alles Barbaren, wenn du es so willst. Ach, das sind die Großen. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden hinzu. Ah, da trete ich einfach. Ach, das ist gegen alle, ja? Cool. Alles klar, dann kann ich die jetzt eigentlich als Standardhaltung lassen, oder wie? Attackiere deine Gegner mit zwei schnellen Wirbelschlägen. Gedrückt halten und dann antippen. Cool, nehme ich das mal direkt. Erhöhe den Taumelschaden gegen Barbaren aus allen Mondkampfhaltungsangriffen. Ja, was haben wir danach? Der dritte schwere Angriff aus einer Mondkampfhaltung fügt zusätzlichen Nahkampf- und Taumelschaden hinzu. Und Mondtornado. Oh, wie geil. Ich nehme die mal alle. Wenn der letzte nicht sogar zwei kostet jetzt. Nein. Alles klar. Mondkampfhaltung. Voll gut. Naja, treten ist jetzt auch nicht so geläufig für einen Samurai, oder? Oh, das ist direkt das Pulver. Eisen. Eisen. Reicht das immer noch nicht für meinen Katana? Schade eigentlich. Okay, machen wir die ganze Sache hier mal platt. Mich mal lieber ein Stück. Oh. Peng. Hohohoho. Zerstöre die Werft. Eigentlich auch ein bisschen schade, weil das sind ja eigentlich auch alles mal Gebäude von unseren Leuten gewesen hier. Obwohl die Zelte, die haben sich schnell hochgezogen, die Mongolen, aber... Ja, trotzdem, die hätte man noch weiterverwenden können. Dass jetzt alles kaputt ist, ist halt blöd. Aber gut. Und ein neuer Technikpunkt. Oh, ich sollte vielleicht mal langsam die Ausweichdinger machen, oder? Das Umrennen ist dann auch super. Der Angriff vom Pferd. Ein verzögerter schneller Angriff, der zusätzlichen Nahkampfschaden und Taumelschaden hinzufügt. Das ist auch nett. Ja. Und das perfekte Ausweichen. Ah, schön. Das will ich auf jeden Fall. Komm, aufstehen. Hm.
Oh, ich finde das echt nett, die Beziehung mit den beiden hier. Oh, guck mal, so verbrannt sieht das Brot jetzt gar nicht aus. Ist jetzt doch echt kein Leuchtturm mehr hier. Hey. Hey! Das Hammer! Oh, ich hab's erwischt. Das war ein krasser Zufall. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie so weit schießen müssen mit der mit dem Pfeil und Bogen. Oh, was soll denn hier noch Schönes? Kaputt. Los jetzt, Kage. Ist hier noch was da oben? Nee. Oh, aber hier habe ich wieder was übersehen. Ach, pfeif drauf. Ich will jetzt weiter zur Massacre. Wobei. Mein Herr, die Mongolen holzen den heiligen Wald ab. Ich erledige das. Bringt euch in Sicherheit. Was? Der heilige Wald. Der Wirbelangriff ist super. So, war's das? Oh, ich dachte, da kommt noch ein Vorsprung. Haben wir jetzt alle befreit? Es war halt überhaupt kein Ort, wo ich jetzt hätte hingehen müssen, aber... Also, der ist nicht verzeichnet. Ist hier niemand mehr? Ja gut. KG? Ach da. Ja doof, ich dachte, da gibt's noch irgendwas zu tun. Kann ich keine Flöte spielen, während ich reite? Oh doch. Das Lied der Sonne. Was macht er hier? Ist aber auch ein bisschen leichtsinnig, einfach da rumzusitzen. Vor allem, wenn die Mongolen überall durchrennen. Banditen und nicht... Was hast du nicht alles gesehen? Oh, da ist wieder ein Tempel übrigens.
sehr schön. Vielleicht gibt es ja wieder einen sehr, sehr schicken Talisman, dass ich mal was austauschen kann. Ich könnte wetten, ich kann mir gleich hier Weg sparen, wenn ich hier hochgehe. Zumindest. Ach Mist, jetzt sehe ich nicht mehr die Tori-Pforte. Oh, da ist aber wieder ein Überlebendenlager. Das hat sich da auch schon gelohnt. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Oh, nehmen wir mal schwere Pfeile, komm. Ich hoffe, das hilft. Wir sehen uns wieder. Oh, da ist doch noch einer. Ein Tempel. Schätze ich. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Ah, ein Fuchsbau. Hey, cool, noch einen danach, dann habe ich alle voll, glaube ich. Also, dann habe ich alle 6 Slots für die Talismane. Hier auch wieder mal runter käme, ne? So. Hallo Fox, und dort ist auch noch was. Komm, zeig's mir, Kleiner. Eben, das tut wieder nicht so weh, aber offensichtlich doch. Alles klar. Ja, bis ganz runter klettere ich jetzt nicht nochmal. Es sei denn, da wäre noch was, aber ich glaube... Nee, komm, das lohnt sich nicht. Fein, da war es wie gesagt noch einer. Ach doch, komm, wir gehen mir mal runter. Oha. Was ist denn da oben noch? Das ist der Tempel wahrscheinlich. Da sehe ich wieder ein Tori-Tor. Boah, muss ich mir ranhalten, dass ich noch eine Mission schaffe hier. Ich bin wieder auf Erkundung. Und es macht auch so viel Spaß, dass ich wieder alles vergesse. Oh Mann. Die wollten alle von der Insel. Verständlich, ne? Aha, siehst du, ohne Kletterhaken wäre ich jetzt hier gar nicht rübergekommen. Oh. Nein! Ach, Kacke, ich habe gewusst, ich bin zu hoch abgesprungen. Oh. Oh. Alter, ich wollte nämlich noch den Vorrat da eben und dann bin ich schon gesprungen, zu spät. So, ist doch schön. Au! Warum hat das jetzt wehgetan? Ich meine, natürlich hat es wehgetan, aber... Warum hat der dann Lebensenergie verloren? Ich habe eben den Spalt gesehen, aber ich will mal gucken, ob hier noch was geht. Ne, erstmal den Spalt. Hm.
Könnte hier irgendwo noch was rumliegen, so an Rohstoffen. Zum Beispiel ein Blümchen. Na, was? Was? Das ist halt immer so das Ding mit der Schwerkraft. Da können so dumme Sachen passieren. Auch mal lieber nachschwingen. So, wunderbar. Dann hätten wir das. Dass da immer alles kaputt gemacht wurde von den Mongolen, ist einerseits ziemlich spannend, dass man da hinklettern muss, andererseits sehr schade. Oder vielleicht von den Leuten selbst, die nicht wollen, dass die Mongolen den entweihen, den Schrein. Talisman von Susanoo. Talisman des Sturmkamis. Taumelnde Gegner können mit einer Chance von 30% zu Boden geworfen werden. Aha. Ich glaube, den tausche ich mal aus, ja? Da kann man sie nämlich direkt abstechen. Ligusterholz. Voll gut. Voll gut, voll gut. Weiße Banner, die im Wind wehen, ist für... Okay, das ist für Bambus. Ja, noch ein Stückchen, dann sind wir endlich da. Kage, komm! Masako hat aber auch einen weiten Weg. Nee, obwohl Yuna war ganz im Süden. Aber so lernt man wenigstens die Karte ein bisschen kennen, finde ich auch ganz toll. Assis, guck mal. Solange ein Samurai lebt, haben wir noch Hoffnung. Und die arme Frau, die ist wahrscheinlich nicht mal imstande, die Leute zu beerdigen. Fiese Sache. Na gut. Oh, schon wieder. Mongolis. Was habt ihr davon? Weil ihr meine Kicks unterschätzt. Und ich bin Fancy Feet. Hilfe! Fancy Feet Sakai. So nennen sie mich. Ich dachte, ich sterbe hier, mein Herr. Sie schinden uns wie Sklaven und lassen uns hungern. Ihr seid jetzt sicher. Habt ihr Freunde, die euch helfen können? Ich wurde in Tsutsu von meiner Familie getrennt. Ich wollte sie auf dem Weg zum Fischerdorf Ohama wieder einholen, doch am Straßenrand lagerten Mongolen. Ihren Pferden entkommt man nicht. Ich säubere diese Straße. Seid vorsichtig und meidet die Hauptwege.
Gut, haben wir wieder was. Oh, gut, aber das ist, liegt jetzt nicht auf dem Weg, das machen wir dann andermal. Erstmal der armen Masako Frieden bescheren. Oh, da hatten sie wieder Vorräte. Ja. Ach, die arme Masako. Ich glaube, die hat so ziemlich das schlimmste Schicksal von allen. So, als Matriarchin einfach mal komplettes Massaker ihrer ganzen Familie überleben. Das ist doch scheiße. Apropos Scheiße, seid ihr wieder Feinde? Nee. Kiyomoris Anlegeplatz. Oh, da sind die ganzen... Ja, hier haben wir auch die Schlachten stattgefunden. Wir werden euren Tod nie vergessen. Friede sei mit den Toten. Oh, heftig. Ja, da war jetzt nur eine der Schlachten. Ich glaube, noch viel mehr. Hier sind wir, glaube ich, sogar lang gelaufen. Von da nach da. Oder hätten hat's uns dann erwischt. Da liegen halt auch noch Mongolen bei. Oh, wie heftig. Oh, ich bin schon ein bisschen weit. Ja, und hier sind wir dann runtergeritten, da oben. Da. Da begann der Angriff. Was? Da wird immer noch gekämpft. Masako! Dieser Rempler ist geil. Wupp. Gerne, meine Was Liebe. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden. Doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger. Unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Der Frieden einer Mutter. Kommt. Ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Also den kompletten Strand. Oh, guck mal, was für Blutlachen da. Seht, dort drüben. Einer eurer Soldaten. Ja, aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Ja, das blaue Banner. Aber ich glaube, in der Richtung hier werden wir nichts finden. Alter, komm mal hier. Das
blaue Banner und die Rüstung ist blau-grün. Masako. Jin, hier drüben. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Ein Kikuchi-Banner. Ich erkenne ihn nicht. Der Mann meiner Schwester kämpfte für Kikuchi. Euer Schwager ist vielleicht in der Nähe. Sollen wir ihn suchen? Im Moment will ich nur meine Söhne finden. Eins unserer Banner. Ein Pferd. Ich starb beinahe mit ihm. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallen erwidern. Ihr habt es durchgestanden. Das zählt. Das arme Pferd. Wer ist das? Das ist Masanori. Er war zu jung für die Schlacht. Aber sein Vater zu alt. Also ging er für ihn. Nicht nur ein tapferer Soldat, auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ein Nagao-Krieger. Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Dann wäre er jetzt auch tot. Höchstwahrscheinlich. Ja. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Hier entlang. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Oh nein. Die haben sie auch noch erhängt. Shigesato! Yasunari! Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Boah, das ist mies, dass sie sie einfach aufgehängt haben. Sie stiegen so gern auf diesen Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch. Aber meine Kinder sind tot. Und ich lebe. Das ist das Schlimmste Versagen. So ist doch nicht ihre Schuld. Als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung. Und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Auch wenn das stimmt, ist das nur ein schwacher Trost. Ich weiß.
sie hätte auch nichts tun können. Oh, guck mal, da oben stehen noch die ganzen Banner. Saichos Punkt. Komm, pfeif drauf. Kommt her und kämpft! Ich mach euch alle nieder! Lass dich mal nicht so auf! Blöden Penner. Ich mach erstmal schnell den Leuchtturm an. Hallo? Springt einfach runter. Hallo? Was macht er denn da immer? Mann, das muss richtig kacke sein. Du willst doch nicht dein eigenes Kind zu Grabe tragen. Beziehungsweise deine Enkelkinder, wie... Boah, wie scheiße ist das? Vorsicht, da könnten mehr sein. Oh. Ja, Entschuldigung, wir sind alle schon tot. Sie kommen den Hügel rauf. Da, im Gras. Hey. Schaut, hinter den Bäumen. Sie lassen nicht nach. So nicht, Freund. Ich glaube, das war's. Ja, ihr Luschen. Schaffst du nicht mal eine alte Frau und jungen Samurai zu besiegen, hä? Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Sie spricht das aber auch verdammt gut einfach, muss man mal sagen. Ich liebe diese Sprecherin. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass ihr nun Frieden hat. Wie sie alle.
Ihr seid ein großartiger Freund, Jin Sakai. Vielen Dank. Doch vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ich verstehe. Passt auf euch auf, Masako. Der Frieden einer Mutter. Ach, Mann. Boah, das macht mich, das nimmt mich echt mit gerade wieder, ne? Talisman der glücklichen Rückkehr. Fähigkeiten, die Entschlossenheit nutzen, haben eine Chance von 15%, eine Entschlossenheit zu erstatten. Okay, das nehme ich dann, wenn ich den 6. Platz habe. Nett, nett, nett. Was fehlt eigentlich noch für das Schwert jetzt? Ich weiß... Was sehe ich denn, was ich habe? Sammlungen, Tasche... Ich brauche 70 Eisen, oder? Dann kann ich mir das beste Schwert holen, endlich. Ich schaue nochmal, ob noch hier was an den Spitzen ist, irgendwo, das, der Insel da. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch gar nicht, weil ich so groß anfangen soll, ehrlich gesagt. Weil wie Masako gerade sagte, es ist jetzt wohl erstmal Pause mit ihren Missionen. Genauso wie bei Ishikawa. Da war ja leider erstmal auch nichts mehr. Oh, die waren aber tief im Boden drin, die Blumen, ha? Ein Fragezeichen hier. Ach komm, ich kann das Lager da unten noch freiräumen. Das reicht von der Zeit locker. Sorry, Bärchen. Aber du wolltest mir gerade Stress machen, ich weiß das. Auch wenn alle irgendwie so ein bisschen Angst immer haben vor Kage. Sage, kommt wieder so eine unheimliche Musik. Das meine ich, das Niederwerfen ist ziemlich gut. Dann kann man sie mit einem Mal abstechen. ...30 Vorräte, okay. Oh, da sind ja wieder Leute. Hallo. Nö, die haben auch nichts. Wahrscheinlich haben die Banditen das gerade geklaut. Gut. Haben die da unten eine Geißel, oder? Würde ich sagen, ich lasse die einfach aus, weil es mir egal ist gerade, aber... Nee, komm. Ist mir nicht egal. Kommt her und kämpft! Auch hätten sie keine, wäre es mir nicht egal. Sat
Strategie! Na? Blocken ist nicht, du Schwein. Ich mag's nicht, wenn sie blocken. Werde ich immer ganz allergisch. Alles wird wieder gut. Haben sie euch verletzt? Sie brannten meinen Hof am Flussweg nieder. Zwischen Zuzu und Asamo. Ihr könnt ihre Männer von den Klippen aus sehen. Gut zu wissen. Ich sehe es mir an. Das ist so lustig eigentlich, wenn man überlegt, am Anfang war man so richtig... Also mir ging es da so, ich war so richtig vorsichtig. Ich musste immer aufpassen, wie ich an die Sachen rangehe, weil alles immer sehr, sehr gefährlich war. Ruckzuck ist man gestorben. Ich meine, es kann mir auch hier immer noch sehr schnell passieren. Aber so langsam fühle ich mich echt sehr, sehr mächtig als Samurai. Ah, ich nehme das hier. Das ist viel witziger. Einfach vom Pferd heraus jemanden anspringen. Ich hab was gehört. So nämlich. Ihr rafft's wieder nicht, ne, Jungs? Kleine gammelige Banditen hier. Kuruta. Ja, ich glaube, das war's. Töte einen Gegner, der eine Windglocke untersucht. Aha. Penner. So, jetzt ist schon wieder Ruhe, ja? Haben wir hier schon alles? Nee, da sind noch welche. Ja, lauf mal lieber weg. Töte einen Gegner, der eine Windglocke
noch untersucht. Habe ich doch schon, oder? Habe ich das noch nicht gemacht? Ich dachte, ich hätte schon einen erledigt, eben den Dicken. Ich schalte sie nacheinander aus. Sehr gut. Das war's. Ist hier Bonus? Nee. Ach, ist ja auch egal. Kein Bonus. Tja, für euch leider auch kein Bonus, Leute, denn der Part ist vorbei. Ich danke euch fürs zu... Wow, was? Ich bin einfach durchgerannt. Alles klar. Naja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei. Lasst mir gerne ein Like auf die Folge. Ja, und dann sehen wir uns wieder zu Ghost of Tsushima. Ich freue mich sehr darauf. Bis dann, tschüss.